Ja, jetzt können wir das Verbot, Alkohol zu trinken, anzurühren, hintergehen. Hui. Wo sind wir denn hier gelandet? Mayonnaise-Glas. Kaffee. Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, ob man als Kind Kaffee trinken sollte, aber es gab keinen Blocker, also war das wohl okay. Nicht explizit erlaubt. Verboten. Nicht direkt verboten. Ach du Schande. Wir sind heute wach geworden. Nein. Stimmt ja. Das ist so ein Nebeneffekt von Erstaunlich. Der Kaffee Kaffee. War so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. Tja, dann nochmal. Aber Lilly, was wird das? Ja. Deine Zähne sind wunderhübsch. Du sollst keine. Soll kein Alkohol berühren. So. Husa noch einmal von vorn. Da wären wir wieder. So, den Kaffee rühren wir noch nicht an. Dann ganz zum Schluss Mayonnaise-Glas. Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Sie würde sie wohl schnell aufbrauchen müssen. Lilly wurde ein wenig schlecht bei dem Gedanken. Oh wei. Sektkübel. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Oh wei. Hier hatte jemand vergessen, seine Eiswürfel aufzulutschen. So eine Verschwendung. Ey, ist wirklich. Poker spielende Hunde. Ist ja großartig. Zigarren. Das waren kubanische Zigarren. Diese Hunde pokerten mit Stil. Das ist großartig. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Pokerhunde. Das ist eine große Pokerhunde. Ha, versteht er. Hey, guck mal, das hässliche Mädchen will mitspielen. Dann wollen wir ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Aha, ich hätte noch Mayonnaise. Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Okay, sympathisch. Pucketisch. Die Hunde hatten ihren Einsatz gemacht. Jetzt war Lilly dran. Tja. Du kannst nicht mitspielen, hässliches Mädchen. Was? Was? Du hast Niemand deinen nennt mich hässlich. Einsatz dabei. Wir brauchen einen Einsatz. Das Kaffee dann nach draußen, Westerndorf. Oh wei. Wo sind wir hier gelandet? Hallo, Goldgräber. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so eine raue Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Gut, wir brauchen also das Gold aus seiner Mine. Dann haben wir was zum Einsetzen. Tja. Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an Wendigos. Aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Ein Wendigo. Referenz. Eine weitere hübsche Referenz. Der Weg zu meiner Mine Spielereferenzen ist sehr geil. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten.
Dann erzähl mir mal was über den Wendigo. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Aha. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Ja gut, dann suchen wir den Schamanen mal auf. Ach so, das ist eine Cash Cow. Hat ja auch Cashflöhe. Cashflow. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cash Cow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Aha. Die Cash Cow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Aha, okay. Hinterhof, Sheriff. Hinterhof. Prärie. Oha, da sehe ich doch die Rauchzeichen des Schamanen. Eine Sonnenuhr, ein Geier. Was zum Geier. Ich gehe mal wieder nach Westerndorf. Ich würde mal erstmal zum Sheriff rein. Und dann in den Hinterhof. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Oh, schön. Ich versuchte, sie aufzuschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Tja. Hinterhof. Versuchen wir es mal dort. Oh. Hallöchen. Ein Quacksalber. Was will denn der von uns? Kommen Sie näher, kommen Sie oder näher. Was wollen wir von bestaunen ihm? Bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix. Dem exklusiven Wunder-Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Aha. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Noch nicht. Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkofix aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Wir müssen krank werden, irgendwie. Wie werden wir krank? Mayonnaise. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Sie würde sie wohl schnell aufbrauchen müssen. Lilly wurde ein wenig schlecht bei dem Gedanken. Schlecht. Vielleicht stellen wir das irgendwie, vielleicht können wir es irgendwie hier Sonne stellen. Für ein paar Minütchen. Prärie. Indianerfriedhof. Okay, gehen wir erstmal in die Prärie. Schauen wir mal. Eine Sonnenuhr, vielleicht können wir da das Mayonnaise-Glas draufstellen. Sehr schön. Fast zum Geier. Ja, ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat. Weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich,
Hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Reiternde Furunkel und nässende Extreme. Klingt ja interessant. Oh Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Tja, die Rauchzeichen. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Oder so. Na dann. Ab nach Westerndorf. Tja, im Salon war nur schon. Ich geh nochmal kurz zurück. Schauen wir mal. Wie geht's der Mayonnaise? Sie hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Sie würde sie wohl schnell aufbrauchen müssen. Lilly wurde ein wenig schlecht bei dem Gedanken. Okay, lassen wir es noch ein bisschen stehen. Gehen wir mal währenddessen zum Indianerfriedhof. Kommen wir dann später wieder. Oh. Hallöchen. Wer seid denn ihr? Mr. Potato. Feuer. Huch. Huch. Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Die. Ist doch nicht etwa. Hey! Was zum. Harvey. Du sollst nicht lügen. Aha. Es nochmal. Huch! Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa. Hey! Gut, dann sagen wir diesmal die Wahrheit. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Ach, schade. Gut, dann müssen wir das Verbot nicht zu lügen erstmal freischalten. Aber wir sind gerade dabei, ein anderes Verbot zu überwinden. Gut. Marmeladenglas, Mayonnaisenglas. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Ja. Sie wird Lilly. Tja, also. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Tja. Das darfst du mal hier stehen, oder? Kann man da Sonnenuhr noch ein bisschen rumschrauben? Ah, das ging ja schnell. Kann man nächstes Mal mein Mayonnaise da. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Tja. Boah. Grün-gelbe Mayonnaise. Das ist großartig. Hat bestimmt lecker geschmeckt. Und das alles auf einmal, ein ganzes Glas. Aber jetzt können wir mit dem Quark selber reden. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Antif-Natur. Und jetzt noch für alle kommen und näher. Ja, die Pille für zwischendurch. Nein. Es sei denn, hast du unheilbare Erbkrankheit einen. Ich hab das hier. Ja, aber hallo! Was haben wir denn da? Oh, da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch! Glückwunsch? Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo. Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Nice. Wir nehmen eine Flasche.
trinken. Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hm? Ich bin doch krank. Hat die Flasche gerade gesprochen? Taschentuch. Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Ach was. Das ist... Ja, das ist... Na Blödsinn.